Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört und Quiet ist ja ein bisschen ausgetickt. Sie liegt jetzt wieder hier im Käfig. Ja. Und ja, er gemeint, wir sollen ja duschen, aber wenn ich mir das so anschaue, ich bin ja relativ sauber. Mal gucken, ob es hier überhaupt eine Dusche gibt. Ja, Tatsache. Hier. Also, gehen wir mal duschen, das erhöht seine Konzentration. Na, geh, komm, steig ein. Und dann rufen wir in der Zwischenzeit. Ne, in der Zwischenzeit kann ich gar nicht. Körperlich und geistig erfrischt, sehr schön. Dann holen wir uns gleich wieder Pequod hier. Wo ist er? Hubschrauber treffen. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Herausforderungsaufgaben. Haben wir hier ebenfalls zwei Stück. Was haben wir da? Closed Contact mit einem Rang von mindestens A abgeschlossen. Dafür gibt es 6 A-Mitarbeiter, die ich mir allerdings noch aufspare. Warum, werdet ihr später sehen. Na komm, jetzt tue ich aber nicht ewig Zeit. Filmmaterial ist teuer. So, dann gucken wir mal in Nebenoperationen, haben wir da irgendwas jetzt dazu gekriegt oder geht es gleich weiter mit den Hauptmissionen? War nämlich auch nicht schlecht, wenn sie mit den Hauptmissionen gleich weiter gegangen hat. Das schaut gut, also ich fahre da nochmal sicherheitshalber durch, aber so wie das ausschaut, gibt es wirklich, nein, es gibt keine Nebenoperationen. So, mein Freund, steig ein, die Schnecke haben wir natürlich auch wieder dabei, in ihrem Silberkostüm. Hab natürlich auch wieder FOB-Missionen gemacht, schon vor dem letzten Teil, um wieder ein bisschen an Geld zu kommen, wieder was erforschen zu können. Mittlerweile dauern die Forschungsaufträge schon 2 Stunden und ein paar zerquetschte natürlich. Zeige ich mal, was ich jetzt gerade erforschen tue. Ich habe nämlich keine Ahnung gehabt, worum es sich dabei handelt. Das geht ja relativ zügig, das gehen wir in das Video reinschnitzen quasi. Entwicklung, Waffen. So, nämlich hier die bewegliche Attrappe, feindliches Bewegungsfeldgenerator, geiles Deutsch. Verwirrt das Informationsteam, indem es sich an der Wurfposition die Attrappe eines feindlichen Bewegungsfelds erstellt. Ja, müssen wir gucken. Ja, und die LLG-Mine, die ist in 5 Minuten fertig. Oh, puh. Nicht 2 Stunden, das dauert 2 Tage. Oh mein Gott. Na gut, ist nicht so schlimm. Wenn ihr irgendwas hier seht, was ich quasi entwickeln soll, dann schreibt das unten in die Kommentare. Ich bin offen für alles. Ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich einer, der gerne mit Betäubung und Schlafgranaten und sowas arbeitet. Ja. So, Mission. Nächste Hauptmission. Hier, zielsichere Grappe. Eine Gruppe von Kindersoldaten, die sich von den Rebellen abgetrennt hat, hat deren ersten Offizier entführt. Holen Sie den Kommandanten der Kindersoldaten und den ersten Offizier raus. Nehmen wir die an. Mission accepted. Wieder nur eine Landezone. Da haben wir diesen Außenposten hier mit der Nummer 16. Den haben wir in der letzten Mission gehabt. Hier war das Aktionsgebiet der letzten Mission. Hier. Und an dem Dorf sind wir ja vorbeigelaufen. Okay, es gibt ja nur eine Nebenoperation, also nur eine Landezone und wir sagen ja gleich wieder Mission starten, starten, starten. Was wollte ich denn das letzte Mal eigentlich dabei haben, was ich dann festgestellt habe, dass ich das gar nicht mit habe? Egal, wird mir schon einfallen, dann vielleicht beim nächsten Mal. Nicht so tragisch. Oh. Zielsichere Rache. Wir sind schon bei Mission 25. Das ist wirklich toll.
So, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, sorry. Ja. Your mission objectives are to extract the child soldier's commander and their captive, the General's number two. This child soldier platoon decided to break away from the Mbeli militants. They took the number two captive and have occupied an abandoned village. Start by checking that location on your map. Boss, the child soldiers will treat you as an enemy, but they're just kids. See that they don't get hurt. Haha, ich muss sie? Nee, ich muss sie, ich darf sie nicht verletzen, das war ja das. So. Haben wir einen afrikanischen Pfirsich? Gut. Sonst haben wir ja, da unten haben wir auch noch einen. Gut, raus hier. Mal. A, B. Wo ist denn C? Ich hab doch drei markiert, oder? Ne, auf dem bin ich gerade gelandet, oh, deswegen. Na, quiet. So. Dann rüber auf B. Ja. Dann auf A. Und da haben wir auch noch einen. Sehr schön. Da hinten haben wir einen. Ja, keine Ahnung, wofür das alles gut sein soll. Aber wir nehmen es sicherheitshalber mit. So, jetzt muss ich aber auf alle Fälle hier hin. Und das heißt hier hoch. Ihr kennt mich doch, das ist ja nicht die erste Folge, die ihr seht. Meine Art zu spielen ist immer alles einzusammeln. Nicht abstürzen, nicht abstürzen! Oh Gott, dass der das jetzt überlebt hat, das war doch ein Bug, oder? Reconnaissance is best conducted from high vantage points. I've marked a good spot on your map. Take a look at your eye droid. Development complete. Ich sehe mal das. Has been updated. Was ist denn das da, oder? Aussichtspunkt. Dora, gut. Von dort soll ich mir das Dorf angucken, dann sehe ich irgendwas. Eine geheime Botschaft wahrscheinlich. Das Batman-Zeichen am Himmel. Extraction arrived at Metabase. So, ich bin hier. Ja, wir sollen den extrahieren jetzt. Machen wir keine Scherze. Ich muss er wieder. Ah, ist nur ein Gefangener. Da haben wir noch ein Fahrzeug. Da können wir vielleicht die Kinder einsetzen. Okay, that's the General's brother. He's number two. Get him out of there, boss. Ja, okay. Ich glaube, das ist alles, was wir sehen sollten. Ich will mich ja da nicht ewig aufhalten. Haben wir da drüben keines der Belgier auf dem Wachturm sitzen? Ist ja kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass das bei einer Hauptmission so wenig Gegner gibt. Da hinten gibt es wieder Container, die habe ich schon markiert. Ist die Frage, soll man die rausholen oder nicht? Ich werde mal probieren, die zwar zu extrahieren, dass ich, indem dass ich sie in dem Fire.
Schnauze. Ein kleiner. Ja, dann gehen wir gleich mal weiter. Die schlafen doch eh 3 Stunden. Ey, kannst du mir einen Gefallen tun und nicht herumschreien? Warum schießt denn da jemand? Komm, bleib mal da drin, okay? Ich hol mal den anderen Vogel. Another group of child soldiers. No, must be a squad they had out on patrol. Security will be tighter now. Watch yourself. Die müssen mal raus, aber die sind wichtig. Der eine hat funktioniert. Boss, another child soldier has entered the village. Must have been out on patrol. Looks like they had more than one patrol out. Security will be tighter now. Watch yourself. Ich werde da mal den nochmal zur Seite legen. Den kann ich anscheinend nicht extrahieren. Aber auf alle Fälle einen Giftzwerg. Den habe ich rausgeholt. Extraction arrived at Mother Base. Ein Kind. So, mein Freund, ich leg dich mal dir hin. Ja, ja, jetzt da. Ganz ruhig, dann markieren wir das Ganze. Mother Base. Prisoner starved and fatigued. He won't survive the Fulton extraction. Get him out by chopper. Choose an LZ and we'll send the chopper there. Da ist doch gerade einer herumgeeiert. Ich hab mich doch nicht verguckt. Ist der Aussichtspunkt, ja genau. Dann schauen wir da mal rein. Genau. Wir nehmen nämlich alles mit, was wir kriegen können. Enemy presence detected. The map has been updated. Kann der immer noch nicht extrahieren. Enemy presence detected. The map has been updated. Sehr schön. Na, was machen wir noch mit den ganzen Gesichtern? Gute Nacht. Enemy presence detected. The map has been updated. Jetzt hat er gesessen. Ach, der schläft. Gott, der Kinder. So. Macht Platz, Leute, Stevie Wonder betritt den Raum. Ja.
Dann nehmen wir da oben den Container mit. Schauen wir hier noch rein. Und da hinten haben wir ja auch noch einen. Hey, Junge, Junge. Haben wir da was herin? Natürlich nicht. Wo sind die Container hier? Ja, komm. Ja, cool. Ich dachte schon, die laufen jetzt so dorthin und fressen mein Missionsziel auf. Das hätte ich überhaupt nicht brauchen können. Haben wir hier eventuell eine Landezone? Machen wir das mal so. Treffen. Natürlich nicht. Wir haben hier keine Landezone. Die nächste Landezone ist da unten am Arsch der Welt. Ja, na, den Giftzweck, den haben wir ja schon weggeschickt. Und den haben wir da oben liegen. Na gut. Was machen wir mit den ganzen Kindern? Der wird alle schlafen gleich? Ach, egal. War ja nicht die Missionsaufgabe. Please select a landing zone. Support helicopter requested. Missionsaufgabe war ja nicht, die Kinder rauszuholen. Extraction arrived at mother base. Sondern die zwei Vögel da. Minimi. So, das sind Knappe. 450 Meter. Das heißt, ihr müsstet eigentlich zeitgleich oder fast zeitgleich mit Pequod in der Landezone aufschlagen. Oder nicht? Pequod braucht länger. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. Da gibt's auch noch Container. Ne, die lassen wir jetzt stehen. Pequod ist da. Dann stopfen wir den blauen Kasper da rein. Ja. Quiet ist auch da, klasse. Ja, ist klar. Ah, sehr gut. Sind nur mal 230.000. Ja, es wird immer ein bisschen was abzogen für die ganzen Extraktionen, die man sich erlaubt mit Fahrzeugen, Personen und Containern. Das wird natürlich dann von der Einnahme abgezogen. Das ist aber nicht so schlimm. Weil die meisten Sachen braucht man dringend, oder? Achtung! About how we report this one to the client. I'll tell them we took heavy resistance from the Renegade Platoon and the hostage was killed in the firefight. Also, the leader wouldn't let himself be taken alive. I doubt the client will pay us for this one. But we got a big enough reward from the General's number two instead. And as for the number two, he's saying he wants to join Diamond Dogs.
I guess he knows what that means for him. He said, if I'm working for you, I can be number two or number 200 for all I care. Mhm. Eine Quarantäneplattform wurde gebaut. Wechseln Sie mit Hilfe des Menüs zurück zur Motherbase. Das iDroid zwischen den Plattformen wählen Sie, während Sie in der Luftkommandozentrale befinden. Und dann schauen wir uns das gleich mal an. Ah, jetzt gibt es noch legendäre. Ja, S. S-Soldaten können wir immer brauchen, das andere überspringen wir. Boss, we have an emergency. Many of our staff are falling ill. At first it seemed like a common cold, but before we knew it, blisters started popping up on their chests and... Damn it. I'll fill you in at the ACC. Just get in the chopper. So, jetzt wird er wahrscheinlich geladen. Ich werde den Ladebildschirm dann nicht beenden, sondern das machen wir dann im nächsten Video. Für jetzt da bedanke ich mich mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ihr der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Ja, na dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a sparganum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. Boss, you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility? The bedridden test subjects at the Devil's House? This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa. Boss, the situation is urgent. We need to quarantine the infected and contain the pathogen. Priority now is to prevent more casualties. But the problem is, how do we tell who's infected? During the incubation period, we have no way of knowing who's clean. You'll have to try and guess who's infected before they go symptomatic and quarantine them. That'd be easy if we just knew the route or vector of the infection. From now on, if you even suspect a staff member's infected, use your iDroid to order them into quarantine. Given the situation, the men won't submit to quarantine just because I or the medical team tell them to. But they will listen to you. Of course, it's just a temporary measure until we find a permanent solution. But at least they'd be in solitary isolation so they won't infect each other and we get the mental care they need. If we do nothing, we'll only lose more people. We have no choice. Boss, open your iDroid. So. Ich dachte eigentlich, dass ich diese Cutscene erst mit einem Klick auf X auslösen muss, aber nee, da hat man das Spiel wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat dieser Part wieder mal länger gedauert. Nichtsdestotrotz. Das war's für heute, ich habe mich ja schon verabschiedet und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis hoffentlich bald. Ciao.